Hallo und herzlich willkommen wieder einmal. Also ich habe jetzt schon einige Wochen nichts mehr gemacht und heute möchte ich mit einer neuen Eröffnung beginnen, und zwar dem Budapester Gambit. Entsteht nach den Zügen D4, Springer F6, C4 und jetzt kommt E5. Also ein Gambit, der E-Bauer hängt. Im Normalfall nimmt Weiß ja eigentlich immer raus. Die abgelehnten Varianten werde ich wohl ganz zum Schluss in einem der letzten Videos dieser Serie dann bringen. Und man spielt hier Springer G4. So, und heute möchte ich das Pferd etwas von hinten aufzäumen. Und zwar die Hauptvarianten werde ich erst zu einem späteren Zeitpunkt bringen. Da ich jetzt im Moment nicht so viel Zeit habe, möchte ich erstmal zu Beginn die selteneren Abspiele zeigen. Und zwar die Standardabspiele sind jetzt, also es gibt drei Hauptzüge von Weiß in dieser Stellung. Das Springersystem mit Springer F3 und das Läufersystem mit Läufer F4. In beiden Fällen wird der E-Bauer also gedeckt durch eine Leichtfigur. Oder direkt E4, das sogenannte Aljechin-System. Da werden wir also zu späterem Zeitpunkt dazu kommen, und sobald die Videos dann irgendwann mal online sind, werde ich die auch hier dann mit verlinken. Also wenn Sie das Video jetzt zu einem späten Zeitpunkt sehen, sehen Sie die Links hier vielleicht schon. So, und heute möchte ich zwei seltenere Varianten zeigen. Zum einen Dame D4 und zum anderen Dame D5. Also in beiden Fällen deckt Weiß den Bauern auf E5, den er gerade gewonnen hat, mit der Dame. Und die Dame, wenn die früh nach vorne kommt, das kann nicht so gut sein, das können wir uns schon denken. Und das werde ich heute also etwas genauer beleuchten. Also, schauen wir uns die erste Variante an. Mit Dame D4. D4. Hierhin. Ach Mensch. Dame D4. So. Ja. Schwarz genießt Entwicklungsvorsprung. Und Dame D4 hat jetzt eins für sich, nämlich neben der Tatsache, dass der Bauer auf E5 gedeckt ist, hängt jetzt erstmal der Springer. Das heißt, der muss erstmal gedeckt werden, was wir mit D6 bewerkstelligen. So, wenn Weiß jetzt an dieser Stelle Springer F3 spielt, dann können wir mit Tempo die Dame vertreiben und anschließend gewinnen wir den Bauern zurück. Also da haben wir als Schwarzer eigentlich gutes Spiel. Das heißt, er wird also diesen Bauern wahrscheinlich nehmen. E schlägt D6. Und wir nehmen zurück mit Läufer schlägt D6. So, schon eine konkrete Drohung. Es droht Läufer B4 mit Damengewinn. So, was macht jetzt Weiß an dieser Stelle? Er kann, Hauptfortsetzung ist wohl Springer F3. Aber er kann natürlich jetzt auch gierig sein und gleich den zweiten Bauern nehmen. Dame schlägt G7, scheitert sofort an Läufer E5 und die Dame hat kein Feld mehr. Und auf der anderen, wenn Weiß den Bauern auf der anderen Seite gewinnen will und er Dame E4 Schach gibt, also das ist die Stellung, Dame E4 Schach, dann entwickeln wir uns natürlich weiter. Läufer E6, wir sehen, Weiß steht nur mit der Dame von drin, wir haben schon drei Leichtfiguren entwickelt als Schwarzer. Und wenn jetzt Weiß hier den B-Bauern auch noch rausnimmt, entwickeln wir uns weiter. Jetzt sind vier Figuren im Spiel. Jetzt zum Beispiel E3, Rochade. Weiß muss jetzt auch mal was entwickeln. Springer F3, Springer C5, greift die Dame an. Dame muss zurück. Dame hat auch wenig Felder, ja. Wir werden gleich sehen, was sie, wo sie sonst noch hingehen kann. Also A6 hat sie kein Feld. B6 nicht. Hier läuft sie in Abzüge rein, dann kommt hier, wenn sie Dame B4 kommt, dann kommt Springer D3 mit Damengewinn. Und hier unten ist auch, also das einzige Feld, einzigen Felder sind B5 und C6. So, auf Dame B5, Turm B8 geht auf die offene Linie. Und wenn jetzt Dame A5 kommt, kommt Springer D3 Schach. Und wenn Weiß jetzt hier den Springer einfach rausnimmt, kommt natürlich Läufer B4 mit Damengewinn. Und wenn der König zum Beispiel auf die D-Linie geht, dann gibt es hier, kommt der Einschlag auf F2. Und auch wenn er auf E2 geht, kommt natürlich trotzdem der Einschlag auf F2.
Also das ist schon ziemlich kaputt. Und wenn die Dame jetzt statt nach B5 nach C6 geht, dann wird sie wieder gefangen mit Turm B6. Also sowohl wenn die Dame auf G7 als auch wenn sie auf B7 nimmt, das sieht ziemlich düster für die Dame aus. Darum sollte man in dieser Stellung besser sich weiterentwickeln. Springer F3. So, wir entwickeln uns auch weiter. Rochade. Und jetzt zum Beispiel H3. Wenn jetzt Weiß fortsetzt mit Springer C3 sich weiterentwickelt, dann gewinnen wir jetzt hier das Tempo mit Springer C6. Die Dame muss zurück, zum Beispiel auf G1. Der Läufer geht auf C5. Der Punkt F2 wird unter Beschuss genommen. E3 ist erzwungen. Und jetzt nehmen wir hier unten raus. Und wenn der König, der Springer muss nehmen, weil er sonst wieder auf F2 die Gabel kommt. Und jetzt kommt der Springer nach B4 vorne. Jetzt droht es auch schon wieder auf C2 mit Schach und Turmgewinn. Also man sieht, die schwarzen Figuren stehen hier optimal und Weiß hat noch so gut wie gar nichts entwickelt. Als nächstes kommt der Turm auch noch auf die offene D-Linie und das ist schon ziemlich kaputt. Also mehr als eine Kompensation für den Bauern, würde ich meinen. Und wenn jetzt statt der Springer C3-Entwicklung zum Beispiel A3 kommt, vertreiben wir auch erstmal mit Tempo die Dame. Jetzt kann die Dame zum Beispiel auf E4 gehen, da steht sie vielleicht noch ein bisschen besser. Sagen wir mal, sie geht ganz zurück. Das verliert auch sofort, denn jetzt kommt Springer F2 Schach. Und wenn der König nimmt, gewinnt man die Dame mit Läufer G3, denn jetzt geht die D-Linie auf und die Dame hängt. Das heißt, die Dame muss nach E4. Und auch jetzt geht es munter weiter. Der Turm besetzt die offene Linie. Dame C2, Springer B4, greift die Dame an. Dame C3, jetzt kommt Springer D3 Schach und das gewinnt schon sofort. Wir sehen, wenn die Dame, also wir können einfach mal angucken, was jetzt passieren kann. Nehmen wir an, die Dame nimmt den Springer raus, dann kommt Läufer B4 Schach. Und wenn jetzt König D1 kommt, dann gewinnen wir mit Springer F2 über die kommt die Springergabel auf F2 und wir gewinnen die Dame. Und wenn der Läufer auf D2 geht, dann kann man die Dame einfach rausnehmen, weil der E-Bauer gefesselt ist. Also auch sofort kaputt. Ja, das zeigt also schon, dass Dame D4 keine besonders gute Idee ist. Der schwarze Entwicklungsvorsprung ist derartig immens, dass Weiß einfach überrollt wird. Also hat keine Chance hier irgendwie aus den Klötzen zu kommen. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn wir jetzt statt Dame D4 Dame D5 spielen. Ja, Vor- und Nachteile. Eigentlich sehe ich jetzt keine besonderen Vorteile. Der Springer ist jetzt nicht angegriffen. Also muss jetzt Schwarz zusehen, auch weiterhin seinen Entwicklungsvorsprung auszunutzen. Springer C6 greift den geopferten Bauern auf E5 an. Und Dame D5 impliziert ja, dass Weiß diesen Bauern nicht hergeben will. Das heißt, den muss er jetzt weiter verteidigen. Zum Beispiel können wir angucken, wie das aussieht mit F4. Hoppla. F4. Dann kommt zum Beispiel direkt Springer B4. Dame muss weichen. Läufer entwickelt sich nach C5, droht hier wieder Springer Einstieg auf F2. Muss schon Springer H3 kommen. Jetzt die Rochade. Weiß entwickelt sich weiter. Jetzt kommt F5, greift die Dame an, die auch schon nicht mehr so wirklich viele Felder hat. Also wird hier en passant geschlagen. Springer nimmt zurück, greift wieder die Dame an. Ja, Dame B1. Sie hat wirklich wenig Felder, muss man schon sagen. Zum Beispiel D5. Wenn es weitergeht mit A3. Springer geht zurück nach C6. Weiß nimmt hier den Bauern raus, Springer nimmt zurück. Und jetzt Dame A2 und Läufer E6. Und dann heißt es, Schwarz stünde hier etwas besser. Und das würde ich auch so unterschreiben. Schwarz hat alle Leichtfiguren im Spiel, hat schon rochiert. Turm drückt über die F-Linie herein. Dame kann nach F6 noch kommen. Also, Weiß steht vollkommen hinten drin. So. Also so viel zu F4. Schauen wir mal nach, wenn jetzt
Springer F3 kommt, deckt den E-Bauern. So, jetzt spielen wir D6. Ja, der Bauer hier vorne auf E5, der paralysiert ein bisschen hier das Weiße nach, das Schwarze nach vorne kommen. Also muss er den Bauern hier auflösen. Das bedeutet natürlich auch, dass er nicht einfach zurückgewinnt. So, jetzt kann Weiß hier entweder Läufer G5 spielen oder kann den Bauern rausnehmen. Schauen wir uns erstmal die Variante mit Bauer schlägt an. Also E schlägt D6. Jetzt vertreiben wir erstmal die Dame mit Tempo. Läufer E6. So, jetzt haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten. Die Dame kann entweder weggehen. Oder es kann D7 Schach kommen oder der Bauer kann hier rausnehmen. Nehmen wir mal hier raus. D schlägt C7, Dame schlägt C7. Jetzt muss die Dame ziehen, hängt ja noch. Jetzt zum Beispiel Läufer B4 Schach. Und auf Läufer D2 kommt die lange Rochade. Und wieder das gleiche Spiel. Schwarz hat alle Figuren entwickelt. Lange Rochade kommt über die offene D-Linie. Ja, das sieht ziemlich tödlich aus. Wenn Schwarz hier sich an den Bauern vergreift. Also er hat jetzt hier zwar in der Stellung zwei Bauern mehr, aber die schwarze Stellung ist mindestens zwei Bauern wert, würde ich sagen. So, gucken wir uns mal die andere Variante an. D7 Schach. Läufer schlägt D7. A3 zum Beispiel wird empfohlen, einfach weil hier schon wieder ein Läufer Schach auf B4 kommen kann. Oder der Springer kann auch mit Tempo nach B4. Droht wieder eine Gabel auf C2 und greift gleichzeitig die Dame an. Also vielleicht besser A3. Dame F6. Springer C3. Der Läufer vertreibt wieder die Dame. So, jetzt hat sie eine riesen Auswahl an Möglichkeiten. Gucken wir uns alle mal an. Zum Beispiel Dame G5. In diesem Fall tauschen wir hier raus. Und jetzt kommt der Springer nach D4 nach vorne, droht wieder die Gabel auf C2. Der König kann natürlich nicht ziehen, dann kommt nämlich die Gabel auf F2. Das heißt, hier steht Schwarz auch optimal. Als nächstes noch lange Rochade. Den Läufer nach C5, der dann auch nochmal über F2 drückt. Also sehr schöne Stellung für Schwarz. So, andere Möglichkeit, zum Beispiel Dame D1. In diesem Fall können wir einfach den Bauern hier rausnehmen. Jetzt auf Läufer G5, Dame E6. Und auch hier gute Stellung für Schwarz. Als nächstes noch Läufer D6 und lange Rochade. Den Turm vis-à-vis zur ist in dem Fall noch nicht. Da müssen wir den Läufer hier vorher noch vertreiben. Aber lange Rochade früher oder später steht Schwarz hier auch gut. Hat auch keinen Bauern mehr weniger, weil wir den auf C4 gerade zurückgewonnen haben. So, was für Felder haben wir noch zur Auswahl? Zum Beispiel Dame D3. In diesem Fall kommt Springer CE5, greift die Dame an. Jetzt kann die Dame entweder nochmal ziehen oder wir können hier den Springer rausnehmen. In dem Fall kracht es hier sofort auf F2, das geht also nicht. Das heißt, die Dame muss dann wohl ziehen und wenn sie nach C2 geht, dann kommt wieder Läufer schlägt C4 und wenn sie nach E4 geht, dann kommt Läufer C5, droht wieder F2, das heißt E3 ist erzwungen und dann wieder die lange Rochade und super Spiel für Schwarz. So, letzte Möglichkeit, die glaube ich bleibt, ist Dame E4. In diesem Fall Läufer C5, droht wieder auf F2, E3 und wieder die lange Rochade. Also man sieht, in all diesen Fällen steht Schwarz klar überlegen und die Stellung ist ein Witz. Also ich meine, der Minusbauer, das ist ein Witz für so eine Stellung. So, das heißt, in dieser Stellung, also das war jetzt die ganze Zeit die Variante, wo wir jetzt D7 gespielt hatten. Ja. D7, das heißt, und Bauer schlägt C7 hatten wir auch schon, das sah auch nicht gut aus. Das heißt, vielleicht geht die Dame besser direkt weg. Oder? Hatten wir das schon? Dame D1, Läufer schlägt E3, Dame F6, mit gutem Spiel für Schwarz. Also hier auch wieder lange Rochade, dann drohen wieder Abzüge und alles. Gut, D7 Schach hatten wir noch nicht. Also die Hauptvariante ist jetzt D7 Schach. Das ist wirklich der beste Zug. So, in diesem Fall Läufer schlägt D7.
Nee, das hatten wir auch schon, oder? Ach, das sind so viele Varianten, ich komme voll durcheinander. Das war dann A3, um den Springer zu verhindern. Dame kommt nach F6, Springer C3, Dame wird angegriffen. Ja, das war das mit diesen verschiedenen 1000 Varianten. So, was haben wir denn sonst noch im Angebot? Ach ja, das hatten wir noch nicht. Also wir hatten D6 gespielt und jetzt hatten wir in jedem Fall E schlägt D6. Nebst Läufer E6. So, und was uns jetzt noch fehlt, ist die bessere Variante Läufer G5. Obwohl, was heißt besser? Besser, das ist hier relativ in dieser Stellung. So, im Falle von Läufer G5 müssen wir natürlich den Läufer zwischenziehen. Wird getauscht, Dame wird angegriffen. Dame muss wieder zurückgehen, zum Beispiel nach E4. Und jetzt können wir den Bauern einfach zurücknehmen. Springer schlägt auch. Und das ist jetzt hier ist jetzt eine Falle. Oder was heißt Falle? Ist eigentlich ein Abtausch, in dem Schwarz eine bessere Stellung erlangt. Und zwar nennt sich das die sogenannte Schlechterfalle, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube, das ist die sogenannte Schlechterfalle. Gut, und nach Dame D1 Schach nimmt der König natürlich, muss er rausnehmen. Und dann gewinnen wir hier mit Schach die Dame zurück. Und Schwarz hat einfach das aktivere Spiel. Und Weiß behält die Krücke auf E2. Das heißt, hier spielt Schwarz auch deutlich bequemer, sodass das eigentlich auch fast indiskutabel ist. Das ist nach dem Großmeister Karl Schlechter benannt, dieses Manöver Dame D1 Schach. So, damit wäre ich am Ende des ersten Teils zum Budapester Gambit. Man könnte sagen, seltene Systeme, Teil 1 mit viertens Dame D4 und viertens Dame D5. Und ich muss mich entschuldigen, dass ich hier zwischendurch mal den Faden verloren habe und nicht mehr genau wusste, wo ich hier in diesem Variantenwust stecke. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, sehr taktisch zuweilen. Und also Dame D4 und Dame D5 konnte ich hoffentlich zeigen, sind keine wirklich sinnvollen Züge für Weiß. Also wenn man Budapester Gambit spielt und das im Blitz mal aufs Brett kommt, kann ja schnell passieren, dass man Blitz mal die Dame rauszieht. Dann habt ihr jetzt gesehen, wie dem zu begegnen ist und wie man den Weißen dann wirklich vollkommen überrollt. Oder zumindest positionell klar besser steht. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und dann bis zum nächsten Mal, euer Checkmate.